VinoxCraft hat mich unter dem Hashtag Wie geht YouTube gefragt, warum entsprechen meine Aufrufzahlen nicht meiner Abonnentenzahlen? Denn ich habe 92 Abonnenten, jedoch bekomme ich manchmal nicht mehr als 30 Aufrufe. Vielleicht kennst du das bei dir auch, gerade wenn man so angefangen hat, dann die ersten Abonnenten zu gewinnen und wenn der Kanal wächst, ist das ein Problem, was eigentlich bei fast allen auftritt. Woran liegt das? Ist das normal? Kann man was dagegen tun? Wie schafft man es, dass sich mehr der eigenen Abonnenten die eigenen Videos anschauen? Um all diese Themen soll es in diesem Video gehen. Hallo und herzlich willkommen zu So geht YouTube. Ich bin der Jan und zunächst einmal ist das vollkommen normal, dass man weniger Aufrufe auf einzelne neue Videos bekommt, als man Abonnenten hat. Es ist aber eigentlich keinem YouTube-Kanal so, dass alle Abonnenten sich immer jedes neue Video anschauen. Davon kann man sich erstmal verabschieden. Nichtsdestotrotz ist es natürlich schön, wenn man es schafft, dass möglichst viele dieser Abonnenten sich neue Videos angucken und diese neuen Videos dann auch noch an Menschen über diese Abonnentenzahl hinaus auch angezeigt werden auf YouTube. Und man muss sich das auch so ein bisschen in Verhältnis setzen. Denn je nachdem, was für eine Art von YouTube-Kanal du hast, wie alt er ist, wie groß der ist und so weiter, ist es auch unterschiedlich. Wenn du zum Beispiel einen eher kleineren, einen neueren YouTube-Kanal hast, wo die Leute noch relativ aktiv sind, da ist es normal, dass man einen relativ hohen Prozentsatz an Zuschauern hat, die sich die Videos angucken. Also 50, 60, 70% der Zuschauer klicken auch ein neues Video an. Wenn man jetzt einen großen YouTube-Kanal hat, der eventuell auch schon 10 Jahre alt ist oder sowas, da ist es auch komplett normal, wenn nur 10% oder weniger der Zuschauer ein durchschnittlich neues Video angucken. Denn das hängt auch viel mit dem Content selber zusammen. Wenn wir sehr tutorial-lastige Videos zum Beispiel machen, wo die Videos alle über die Suchen gefunden werden sollen und langfristig über die Suchen Aufrufe bekommen oder zumindest die Videos, die gut laufen, aber die Zuschauer nicht so regelmäßig die ganzen Videos sich angucken, sondern eher die Inhalte suchen und wenn sie die finden, die dann anklicken, dann ist das auch komplett normal, dass die Abonnenten nicht so regelmäßig auf neue Videos klicken, weil die Videos sind ja nicht dafür gedacht, dass immer Abonnenten da neu draufklicken. Vielleicht im Hinterkopf auch, ja, aber primär sind die irgendwie für die Suchen ausgerichtet und das verzerrt das komplett, dieses Bild. Das ist bei meinem Kanal zum Beispiel auch so, der eine ganz klare Suchausrichtung hat und dadurch sind es viel, viel weniger Leute als diese 10% zum Beispiel, die jetzt auf ein neues Video klicken von der Gesamtanzahl an Abonnenten. Was da auch noch mit reinspielt, ist häufig, dass gerade Kanäle, wo es um Unterhaltung geht, wo es mehr um die Person vielleicht geht, um den Lifestyle und so weiter. Da sind die Abonnenten häufig auch deutlich teurer als bei Themen, wo es um inhaltliche Dinge geht, wo sich jemand vielleicht mal mit dem Thema beschäftigt und dann aber auch schneller vielleicht wieder nicht mehr mit dem Thema beschäftigt. Das heißt, da muss man schon so ein bisschen unterscheiden, okay, was für eine Art von Kanal habe ich und wohin möchte ich mich überhaupt entwickeln? Ist das wichtig, dass da viele Abonnenten immer auf die Videos klicken? Klar, in jedem Fall hilft das, egal was für eine Art von Kanal man macht, keine Frage. Aber ist es schlimm, wenn nur 10% der Abonnenten draufklicken? Oder ist es für mich wichtig, dass auf jedes meiner Videos mindestens 30, 40% der Abonnenten draufklicken? Das kommt halt ganz drauf an, was für eine Art von Kanal du dir da auch aufbauen möchtest. Wenn wir uns jetzt also überlegen, okay, wie kann ich das verbessern? Wie kann ich es schaffen, dass mehr meiner Abonnenten auch regelmäßig auf die Videos klicken, dann ist das allerwichtigste Stichwort Konsistenz. Du musst es schaffen, dass du eigentlich eine Zielgruppe ansprichst mit deinem Content. Das ist fast das Wichtigste. Das hat auch noch andere Konsistenz, hat da auch noch andere Bedeutungen. Aber was ganz, ganz wichtig ist, ist, dass du dir nicht anfängst, mehrere verschiedene Zielgruppen mit einem Kanal aufzubauen. Also wenn du jetzt einen Kanal hast, in dem du im schlimmsten Fall völlig unterschiedliche Themen machst, die komplett unterschiedliche Zielgruppen ansprechen, dann führt das halt schnell dazu, dass wenn jetzt jemand hat sich ein Video von dir, wo du gekocht hast, angeguckt und dann machst du das nächste Video und da geht es irgendwie, weiß ich nicht, um Finanzen oder sowas und das ist eine komplett andere Zielgruppe, dann guckt sich derjenige, der sich das Kochvideo angeguckt hat, wahrscheinlich nicht dieses Finanzvideo an und umgekehrt, die Leute, die deine Finanzvideos angucken, gucken sich vielleicht deine Kochvideos nicht an und dadurch sieht der Algorithmus einfach immer nur, wenn so ein Video jetzt auf die Startseite gespielt wird, hey, das gucken sich nicht so viele Leute von den Zuschauern an. Man kann es im Zweifelsfall irgendwie schaffen, diese Zielgruppen dann auch separat aufzubauen, aber das macht alles unnötig kompliziert, das führt automatisch dazu, dass ein deutlich geringerer Prozentsatz jedes Mal auf neue Videos klickt, dass deine Videos deutlich weniger ausgespielt werden und YouTube natürlich auch lernt, hey, dieser Person gefallen nicht alle Videos von dem Kanal. Wenn stattdessen alle Videos zu dem gleichen Thema wären und jemand immer auf jedes deiner Videos klickt, dann wird der Algorithmus auch viel schneller an mehr Leute deine neuen Videos rauspushen. Weil eine Sache ist ganz wichtig und die muss man so ein bisschen im Hinterkopf halten, währenddessen früher Abos extrem wichtig waren auf YouTube, werden die einfach immer unwichtiger. Und es ist viel relevanter, was YouTube anzeigt einem Nutzer, nicht welche Kanäle der abonniert hat,
Das spielt auch eine gewisse Rolle. Aber was eine viel, viel wichtigere Rolle spielt, ist, was man sich denn in letzter Zeit so angeguckt hat, wie das aktuelle Nutzerverhalten so ist. Und dann bekommt man vor allem diesen Content auch auf YouTube angezeigt. Das heißt, wenn jemand sich mehrere deine Videos hintereinander anguckt, wenn jemand sich immer alle deiner Videos, wenn sie neu rauskommen, sofort auch anguckt oder sich zumindest alle Videos irgendwann anguckt, dann ist das ein super Zeichen für den YouTube-Algorithmus und dann wird der Algorithmus auch diese neuen Videos immer wieder an deine Zuschauer ausspielen. Deshalb ist es so wichtig, dass du eine Zielgruppe ansprichst. Das heißt nicht, dass alles genau das gleiche Thema sein sollte, aber es sollte zumindest in einem Themenfeld oder für eine Zielgruppe sein, die ein bestimmtes Ziel erreichen möchte, sodass du es schaffen kannst, eben da eine konsistente Zielgruppe auch aufzubauen, für die theoretisch jedes Video interessant sein kann. Und du solltest versuchen, dass die Videos eben auch konsistent darin sind, wie gut die Videos sind, wie interessant die Videos sind. Wenn du sehr hintereinander mehrere sehr schlechte Videos hattest, dann kann das auch langfristig der Kanalperformance natürlich schaden. Sowohl algorithmusseitig als auch zuschauerseitig, die dann vielleicht nicht mehr den gleichen Standard gewohnt sind und nicht mehr wissen, hey, jedes Video, was dieser Kanal hochladen wird, ist einfach gut. Was da auch noch mit reinspielt, ist Branding. Das heißt, wenn du zum Beispiel immer ähnliche Thumbnails hast oder zumindest wiedererkennbare Thumbnails, sodass deine Zuschauer erkennen können, hey, das ist jetzt ein neues Video von deinem Kanal. Weil wenn das der Fall ist und es direkt viel schneller auffällt und die Zuschauer eben solche Zuschauer sind, die immer auf neue Videos von deinem Kanal klicken, dann kann das viel eher noch passieren eben, dass sie zu solchen Zuschauern werden, dass sie dann auch direkt auf das Video klicken, weil sie es wiedererkennen, weil sie wissen, dass es von deinem Kanal ist und dein Kanal steht für gute Videos und deshalb klicken sie auch drauf. Das heißt, das ist auch schon eine Sache, die ich versuchen würde, dass man da eine Wiedererkennbarkeit schafft. Und damit kann man es auch so ein bisschen schaffen, zwei unterschiedliche Formate auf einem Kanal laufen zu haben, wenn man nicht zwei sehr unterschiedliche Brandings hat, dass man sehr unterschiedlich aussehende Thumbnails hat, die vielleicht von der Schriftart zusammenpassen, aber komplett unterschiedlich farbig oder sowas sind. Damit kann man auch sehr unterschiedliche Themen dann auf einem Kanal machen, würde ich aber trotzdem nicht empfehlen. Also das ist wirklich eine Notlösung und meistens auch eher sinnvoll, wenn man zwar eine Zielgruppe anspricht, aber unterschiedliche Formate macht. Dann kann man die farblich trennen, dann kann man die versuchen, irgendwie voneinander abzuheben. Aber es sollte schon eigentlich ein konsistenter Kanal sein und das Branding sollte eben möglichst klar für den Zuschauer eben kommunizieren, was ist das für ein Video und von welchem Kanal ist eben entsprechend dieses Video. Und wenn du dich entscheidest, verschiedene Brandings zu machen, dann sollten die auch klar unterscheidbar sein, aber klar alle auch deinem Kanal zuordnenbar. Von daher, am einfachsten ist es, ein klares Branding, das ist dein Kanal, das funktioniert für deine Thumbnails, sodass die Leute wirklich wissen, okay, das ist ein neues Video von dem Kanal, was ich mir immer so gerne angucke. Was natürlich auch total wichtig ist, ist, dass deine Zuschauer immer mehr zu einer Community werden und dass du deine Zuschauer auch an deinen Kanal bindest, dass es eben nicht nur ein Anschauen ist, nicht nur ein reines Konsumieren, sondern ja, die Leute Teil von deinem Kanal werden, die mehr interagieren und du die auch einbindest eventuell in deinen Kanal. Damit kann man Sachen wie zum Beispiel einen Community-Tab benutzen, den ich hier in diesem Video schon mal erzählt hatte, was drüber. Das sind Möglichkeiten, wie man die Leute mehr in seine Videos einbauen kann. Wenn man zum Beispiel Umfragen macht, was die Leute gefallen würde, in welche Richtung sich der Kanal entwickeln würde, indem man die Leute Fragen stellt, in den Kommentaren diskutiert und so weiter. Wenn die Leute das Gefühl haben, hey, ich werde hier gehört, wie zum Beispiel auch so ein Video. In diesem Video beantworte ich die Frage von einem Zuschauer. Wenn ihr bei meinem Kanal unter die Videos, unter dem Hashtag wie geht YouTube Fragen stellt, dann besteht die Chance, dass ich es in einem Video beantworte. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit der Einflussnahme quasi von euch Zuschauern auf meinen Kanal. Und das sind alles Möglichkeiten, wie man es schaffen kann, dass die Zuschauer noch mehr sich als Teil vom Kanal fühlen. Dass es eben nicht nur ein reines Konsumieren ist. Und auch das erhöht natürlich wieder die Bindung zum Kanal und die Chance, dass die Leute eben, wenn ein neues Video hochgeladen wird, dann auch wirklich draufklicken und dass der Algorithmus dadurch lernt, hey, ich zeige auch die ganzen neuen Videos wieder dem Zuschauer. Weil am Ende des Tages geht es genau darum. Tatsächlich ist diese Fragestellung, wie man es schafft, dass die eigenen Abonnenten immer wieder einschalten, auch ein großer Teil meines YouTube-Navigationssystems. Falls du das noch nicht kennst, schau dir das mal an. Da gibt es ein komplettes Kapitel dazu, genauso wie auch dazu, wie man mehr Leute anziehen kann, wie man die überhaupt erstmal zu Abonnenten macht. Alles Strategische, was du zu einem YouTube-Kanal wissen solltest. Ansonsten hoffe ich, dass ich dir mit diesem Video weiterhelfen konnte. Das war's von mir. Tschüss, euer Jan.